Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen in der Akademie der Künste Berlin hier am Pariser Platz. Mein Name ist Anja Meyer und neben mir sitzen zwei FotografInnen der Agentur Ostkreuz, Lynn Schröder und Maurice Weiß. Hallo, grüßt euch. Hallo. Hier in den Räumen ist eigentlich zu sehen die Schau Kontinent auf der Suche nach Europa. Die Ausstellung versammelt 22 Positionen der Ostkreuz-FotografInnen. Die Mitglieder haben sich im 30. Jahr ihrer Gründung auf die Suche gemacht nach den Zusammenhängen und den Fragen, die Europa stellt. Die Schau war das die Auftaktveranstaltung für den Europäischen Monat der Fotografie und ist natürlich aufgrund der Corona-Bedingungen geschlossen worden, wie so vieles in diesem Land. Aber die Ausstellung ist natürlich da. Und wir haben uns entschieden, mit zwei FotografInnen über ein Thema zu sprechen, was ihre Arbeit verbindet. Und zwar, das ist ein bisschen kompliziert, aber es ist eigentlich doch ganz einfach. Das Thema lautet Flucht, Krieg und transgenerationale Weitergabe. Wie sich Flucht und Vertreibung in den Familien und auch in der Gesellschaft über Generationen fortsetzen. Und ich würde das gerne kurz formulieren, wie Maurice Weiß es im Vorgespräch formuliert hat, das unbewusste Gedächtnis der Familien. Bevor wir dazu kommen, wollte ich euch kurz vorstellen. Lynn Schröder neben mir, 1977 in Hamburg geboren, hat in Zürich und Hamburg angewandte Kunst und Fotografie studiert. Du bist seit 2016 Professorin an der Hochschule für Fotografie in Hamburg, richtig? Für angewandte Wissenschaften, genau. Und du lebst und arbeitest in Berlin und bist seit 2004 Mitglied bei Ostkreuz. Richtig. Deine Arbeit in der Schau heißt Nicht schon wieder Oma, Mama. Darauf kommen wir gleich. Maurice Weiß ist 1964 in Perpignan, Südfrankreich, geboren. Du hast Film und Design an der Fachhochschule Dortmund studiert. Du fotografierst vor allem für große Nachrichtenmedien, Spiegel, Süddeutsche und so weiter. Du lebst und arbeitest ebenfalls in Berlin und seit 1995 schon bist du Mitglied von Ostkreuz. Sein Beitrag in der Kontinentschau trägt den Titel Si jamais il revient. Wir haben darüber vorher gesprochen, nicht ganz einfach. Die deutsche Übersetzung heißt, falls sie jemals wiederkommen. Ich würde gerne zuerst mit Lynn ins Gespräch kommen über deine Arbeit. Wir haben vorher fünf Fotos verabredet, über die wir hier sprechen möchten. Und vielleicht kannst du etwas zu der Reihenfolge sagen und auch überhaupt grundsätzlich zum Thema deiner Arbeit. Ja, ich fotografiere die Familienbilder schon seit mehreren Jahren, eigentlich nachdem ich kurz nach der Geburt meiner Zwillinge das Selbstporträt gemacht hatte, bin ich dazu übergegangen, die Familie so als Sujet für meine Bilder zu benutzen, quasi aus der Not heraus vielleicht auch weiter fotografieren zu wollen und so dicht bei der Familie zu sein und da Bilder finden zu können. Und das ist so ein großer Themenkomplex, den ich eigentlich seit ungefähr 2014 verfolge. Und als wir uns dann entschieden haben, die Ausstellung Kontinent auf der Suche nach Europa zu machen und den Schwerpunkt wirklich darauf zu legen, was passiert eigentlich hier, was passiert in Europa. Das war in dem Jahr 2015, als gerade die ganzen Flüchtlinge nach Europa kamen und ich da so eine Parallele gesehen habe zu der Geschichte meiner Schwiegermutter. Die Kinder waren noch kleiner und ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich zu flüchten mit Familie, mit Kindern? Ich konnte mir zum Teil Situationen überhaupt nicht vorstellen, wie man das meistert. Und ich fand es unglaublich, was für eine Kraft man haben muss, das zu schaffen. Und bin dann mit meiner Schwiegermutter, die damals noch lebte, zum Teil ins Gespräch gekommen. Und sie hat dann immer nur so ausschnitthaft oder ansatzweise Dinge erzählt. Zum Beispiel, dass sie eben auch als junges Mädchen, die war damals so um die 10 Jahre alt, geflüchtet ist aus Oberschlesien und eben auf dieser Flucht auch Dinge gesehen hat und erlebt hat, die schrecklich waren, eben das
kleine Kinder starben, weil sie sich zu viel bewegten und dadurch erfroren sind und dann in Schnee gelegt wurden und der Treck ging weiter. Also sowas, wo ich dachte, dass solche Bilder wird man nie vergessen. Und das hat man dann auch gemerkt, kurz bevor sie gestorben ist, dass diese ganzen Geschichten wieder hochkamen. Das ist ja auch in dieser Zeit, ne? Weil man hat diese Geflüchteten ja auch gesehen. Sie war ja wirklich auf dem Weg durch dieses Land, durch unser Land. Und man hatte plötzlich tatsächlich diesen Link zu der eigenen Eltern- und Großelterngeneration, die selbst mal auf so einer Irrfahrt waren und nicht wussten, wohin es jetzt geht mit ihnen und ob sie es überhaupt überleben. Genau. Und ja, ich finde immer dieses, sich dann in diese Situation rein zu versetzen, das macht dann nochmal so einen Perspektivwechsel und ermöglicht einen auch so eine bestimmte Empathie oder Mitgefühl oder das auch nicht nur als großes Ganzes Politisches zu sehen, sondern auch das einzelne Schicksal zu sehen, was geprägt wird dann für ein ganzes Leben. Erzähl mal, wie du da rangegangen bist. Es gibt eine Aufzeichnung deiner Schwiegermutter. Genau. Sie ist dann krank geworden, sie war auch schon älter, also über 80 und ist 2017 verstorben. Und ich hatte dann aber die Idee, eben diese Erzählung von ihr oder die Flucht, ihre Fluchtgeschichte als Thema zu nehmen und mit meinen eigenen Kindern nachzufotografieren oder was heißt nachzufotografieren, nachzuempfinden in irgendeiner Form. Und ich wollte sie eigentlich noch dazu interviewen, aber sie ist dann relativ schnell gestorben. Also es waren irgendwie wenige Wochen, als ich entschieden hatte, ich befrage sie dazu, war es eigentlich nicht mehr möglich, mit ihr ein Gespräch zu führen. Aber weil es eben diese Nachfragen gab und das Interesse an ihrer Geschichte und wir nie verstanden haben, auch wie sie geflüchtet ist, weil das so wirr hin und her ging, also fast schon in Dresden angekommen, wieder umgedreht, um den Vater zu finden zu können, also so auch irrational auf irgendeine Art und Weise, hat sie dann probiert, das noch aufzuschreiben, weil die Erzählung war irgendwie nicht richtig möglich, weil sie dann auch immer häufig in Tränen ausbrach oder nicht in der Lage war, das so in so einer Art faktischen Beschreibung uns zu vermitteln. Also es war ein Splitter fast, oder? Ja, also ich fand sowieso, sie hat diese Aufzeichnung dann gemacht, das sind vier DIN A4 Seiten handgeschrieben, die am Ende auch, man sieht, dass sich die Schrift verändert, also dass sie kaum, also dass sie ganz anders den Stift hält, das war halt kurz vor ihrem Tod. Aber ich finde es trotzdem erstaunlich, wie sie das geschafft hat, das überhaupt so aufzuschreiben, weil das ist ja eine Erinnerung eines Kindes, ne? Also sie ist ja noch nicht... Kind ist das Stichwort. Ja. Du hast diese Geschichte deiner Schwiegermutter verbunden mit deinen eigenen Kindern, Fotograf. Vielleicht können wir mal auch ein Bild zeigen, dass du mal erklärst, wie du das gemacht hast und wo du die Zusammenhänge hergestellt hast. Ja. Also dieses Bild, was wir jetzt hier sehen, das ist vor dem Tod meiner Schwiegermutter entstanden, noch im Krankenhaus, auf dem Gelände, wo sie dann auch gestorben ist im Hospiz. Und meine Tochter sitzt bei ihr auf dem Schoß und hält eine Lupe in der Hand, die sie eigentlich zum Lesen hatte. Mhm. Aber für mich war das symbolisch irgendwie auch immer so ein Bild, wie nochmal in die Vergangenheit zu schauen oder so, dass, weil sich da plötzlich dann auch so viel vereint hat in so einem Moment. Man weiß ja dann eigentlich, man hat nicht mehr viel Zeit. Also man nimmt das schon sehr bewusst wahr und jeder Moment, der dann so stattfindet zwischenmenschlich, ist gefühlt so ein letzter Moment und dieses Gefühl hatte ich auch, als ich das Bild gemacht habe. Also man setzt so einen Fokus in dem Moment. Genau. Mhm. Es gibt auch noch ein zweites Bild, das ist jetzt nicht hier zu sehen, wo man ihr Gesicht dann nochmal deutlich sieht. Das hängt auch in der Ausstellung. Und
da hatte ich das Gefühl, eigentlich ist diese ganze Jugendlichkeit noch vorhanden. Eine große Schönheit. Ja, sie ist über 80 und trotzdem ist ihr Blick so wie der eines Kindes irgendwie. Und zwischen sehr, deinen Kindern sitzt genau. sie, glaube ich. Ne? Ja. Genau, das war der gleiche Moment. Und das nächste Bild ist auch wieder auf diesem Gelände gewesen, nachdem wir irgendwie rausgingen und die Kinder liefen da rum. Und für mich war das auch schon dort so, dass ich das Gefühl hatte, es ist eigentlich ein Abschied. Sie rennen in diesen Nebel rein und es ist wie so ein Abschied vom Leben. Und dann gab es diese Entscheidung, diese Reise zu machen nach diesen Aufzeichnungen, die sie uns aufgeschrieben hatte, wo ich dann relativ... Also schon nach ihrem Tod dann? Ja. Okay. Das war ja... ich muss das jetzt erstmal rekonstruieren. Nee, gestorben ist sie 2017. Die Reise haben wir genau ein Jahr später gemacht. Und zwar zu der gleichen Jahreszeit wie damals ihre Flucht, also Januar, Februar 1945. Und wir waren dann im Ende Januar, Anfang Februar auf der Route sozusagen unterwegs. Sie ist nie wieder in ihren Geburtsort gefahren, weil sie das auch nicht wollte. Und ich habe dann aufgrund dieser Aufzeichnung recherchiert, wo sie geboren ist und wie sie quasi geflüchtet sind. Und dieses Bild hier ist entstanden in Polen, dort, wo die Flucht mit der Kutsche begonnen hat. Und das war eigentlich der Ort, wo sie immer ihre Sommer verbracht hat als Kind, wo Verwandtschaft lebte. Es war eine Zuckerrübenfabrik mit einem riesen Garten, wo es viele Beschreibungen und auch Bilder von gab. Und jetzt ist es alles, also es ist alles verfallen. Das Haus, da treffen sich wahrscheinlich irgendwie Jugendliche. Man sieht da überall Flaschen liegen. Wir haben irgendwie das probiert dann zusammen zu erkunden. Dieser Titel nicht schon wieder Oma, Mama hat auch damit was zu tun, weil meine Kinder natürlich auf dieser Reise manchmal etwas fassungslos waren, an was für Orte wir eigentlich gefahren sind, weil die natürlich keine erstmal besondere Attraktion hatten, sondern irgendwie so eine Suche nach der Vergangenheit auch sind. Und ich habe jetzt mal diese Aufzeichnung, ich habe mich dann entschieden, die Aufzeichnung nicht in der Ausstellung zu zeigen, weil die doch zu privat sind in irgendeiner Form. Es gibt Sätze, die sich in den Titeln niederschlagen, die mit der Geschichte zu tun haben. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel einmal den kurzen Abschnitt vorlesen, der damit zu tun hatte, dass wir dorthin fuhren. Das war nämlich 20.21.1945, Abschied vom Hubertushof, zwei große Wagen, gummibereift, ausgeschlagen mit Teppichen und Decken. Je vier Pferde machen sich auf den Weg bei minus 20, minus 24 Grad Kälte. Der Treck geht los. Unterwegs Dramen, überfüllte Straßen, Pferdewagen am Pferdewagen, unser Kutscher ist verzweifelt. Die Pferde schaffen die vereisten Anhöhen kaum. Seine Familie ist zurückgeblieben, soll mit dem zweiten Treck kommen. Und ich fand also auch hier diese Beschreibung von diesem verzweifelten Kutscher, der wahrscheinlich gedacht hat, kein Problem, und dann während der Reise merkt, dass er seine Familie eigentlich zurückgelassen hat und wahrscheinlich nie wieder sehen wird. Und in der Beschreibung geht es dann noch weiter, dass natürlich dann auch so familiäre Dinge, wie die streiten sich und wer hat das meiste Gepäck, wer hinterlässt es jetzt, damit man überhaupt weiterkommt. Ja. Genau. Schrecklich eigentlich. Ja. Also wirklich. Solche Dinge, die aber dann natürlich eine Rolle spielen und die man nie sich wünscht zu erleben. Ne? Also die, das fand ich dann schon in dieser Beschreibung auch beeindruckend zu lesen. Ja, das ist dieses Bild und das nächste ist auch wieder aus diesem Text ein Ort, nämlich ein Bahnhof, den sie dann weiter am Ende des Textes beschreibt, als sie eigentlich schon wieder auf dem Weg zurück sind. Eines Tages Mutter sofort weg.
Heidebreck, ein winziger Bahnhof Richtung Oppeln-Breslau, Versteck hinter einem Kassenhäuschen, sahen Viehwagentransport in entgegengesetzte Richtung Osten, verzweifelte Schreie, Bewachung, Soldaten, Schüsse, was passiert? Hm. Und ich habe halt Heidebreck, ich habe dann immer diese Orte gesucht, die natürlich in ihrer Beschreibung auch noch zum Teil die deutschen Namen von damals waren. Wie heißen die Orte heute? Und weil es auch so kleine Orte waren, war es manchmal gar nicht so einfach. Und da waren zum Beispiel auch zwei Bahnhöfe, wo ich mir nicht klar war, welches war jetzt dieser Bahnhof. Meine Kinder wussten natürlich nicht, was machen wir da. Die hatten schon wieder einen Ort. Genau. Aber es hat sich immer so eine Art Spiel dann auch mit diesen Orten vermischt. Also das, was meine Tochter da in der Hand hält, war eigentlich ein sehr bunter, glitzernder Wedel, den sie sich in einem Laden vorher gekauft hatte zum Spielen und der jetzt auf diesem Bild eigentlich zu so einer Einheit wird mit dem Baum, der aus dem Häuschen wächst. Da muss ich mal ganz kurz eine Frage stellen. Die hast du dann aus der Hand fotografiert, die Bilder in diesem Fall zum Beispiel? Also wenn ihr jetzt sozusagen da hingefahren seid, weil da kann man ja jetzt nicht groß, wenn man Kinder auch als Protagonistin hat, nicht groß Technik aufbauen, oder? Nee, aber grundsätzlich fotografiere ich trotz der Mittelformatkamera, die ich immer noch gerne benutze, die mit analogen Film gerne aus der Hand. Mich stört es auch überhaupt nicht, wenn Bilder zum Teil so ein bisschen schief oder nicht ganz genau ausgezirkelt sind. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, das fällt vielleicht auch auf dann so in der Gesamtzusammenstellung, aber es spielt für mich eigentlich inhaltlich nicht so eine große Rolle, sondern mehr, wie sich das dann auf dem Bild auch zuspitzt, formal. Genau, und das letzte Bild, was ich mitgebracht habe, ist ein Bild, was dann nicht mehr auf der Reise entstanden ist, sondern wiederum ein Jahr später, was aber für mich so einen Kontakt irgendwie zu der Oma wieder war. Also die Kinder sind im Garten und blicken in den Himmel, wie als wenn sie so eine Verbindung zu dem haben, was um uns rum passiert oder so. Also das ist auch wieder so ein Bild, was symbolisch eigentlich so eine Verbindung von den Generationen für mich bedeutet. Eine Frage, bevor wir noch zu Maurice' Arbeit kommen. Hast du von vornherein gewusst, dass du deine Kinder in diese Arbeit, also quasi dieses über Generationen fortgestrickte, hast du das von Anfang an gewusst, dass du das so machen möchtest? Oder hat sich das entwickelt? Ja, also ich habe dadurch, dass ich ja vorher dieses Thema auch schon hatte und mit den Kindern viele Bilder und Inszenierungen gemacht habe, war ja die Idee daran anzuknüpfen. Also das war eigentlich klar. Was mir tatsächlich schwer gefallen ist, meinen Freund zu fragen, ob das für ihn in Ordnung ist. Ah. Also ich finde ich finde jemand Fremdes zu fragen und zu sagen, ist manchmal einfacher, als wenn man in der eigenen Familie so ein Thema angeht, was einen dann auch irgendwie was auch bleibt. Ja, und emotional auch berührt und wo man nicht weiß, wie will der andere damit umgehen. Will man das so öffentlich zeigen oder thematisieren? Oder nicht. Und was waren denn da seine Gedanken? Also, dass er ja gesagt hat, sehen wir ja, aber ich habe lange gezögert. Ich glaube, ich habe schon vorher mit meinen Kollegen in der Agentur darüber geredet, aber gemerkt, wie schwer mir das fällt, zu fragen, ob das okay ist, wirklich diese Reise dann auch zusammen zu machen und ob er Interesse hat, da mitzumachen, weil alleine hätte ich es nicht machen können. Also es war schon wichtig, dass er sagt, ja, ich bin auch dabei oder so. Und ich hatte schon eine große Angst, dass er auch Nein sagt. Aber weil seine Mutter eben nie diese Reise gemacht hat und es immer nur diese Erzählungen gab, war schon Interesse da, sich irgendwie auch ein Bild zu machen. Also so eine Neugierde auch. Ja, oder so ein Gefühl zu kriegen, was ist das eigentlich für ein Ort gewesen, wo sie gelebt hat als Kind. Also seine Wurzeln quasi nochmal zu sehen. Vielen Dank erstmal bis hierhin.
Künstlerin. Ich würde jetzt gerne zu Maurice' Arbeit kommen. Ich werde jetzt nur den deutschen Titel sagen, falls ich jemals wiederkomme. Maurice, vielleicht kannst du noch mal in deinem wunderbaren Französisch aussprechen und vielleicht erst mal erklären, wie du zu dem Thema gekommen bist, was deine Intention im Rahmen von Kontinent auf der Suche nach Europa war. Naja, ich bin ja in Frankreich geboren, Sohn eines deutschen Wehrmachtssoldaten. Geboren in einem kleinen verlorenen Dorf in den Pyrenäen am Fuße des Canigus. Und mir ist so im Laufe meiner vielen Reportagen irgendwann klar geworden, es gibt so ein Thema, was im Grunde genommen quasi durch den Zufall meiner Geburt immer mitgeschwungen hat. Ich erinnere mich in meinem kleinen Dorf, da war ich so 13, 14, hatte meinen Vater besucht. Wir waren in der Bar und in der Bar war der Teufel los. Und irgendwann kam der Briefträger auf mich zu von meinem Dorf, zog den Arm hoch, zeigte auf eine Nummer auf dem Arm und sagte, Maurice, ich will nie wieder darüber reden, aber du vergisst es mir nicht. Als 14-Jähriger begreift man das nicht oder man fragt auch nicht, wieso ist der Vater hier. Als Kind nimmt man immer erstmal alle Dinge so, wie sie sind, als gegeben und als vollkommen normal. Und dann später bei meinen vielen Reisen durch Europa und Begegnungen mit Überlebenden und Geschichten in Osteuropa, vor allem nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, wurde mir klar, dass ich einer von unendlich vielen bin. Also von unendlich vielen, die im Grunde genommen ewig darunter gelitten haben von dem Schweigen ihrer Väter. Weil das, was mein Vater auszeichnete, ist, dass ich eigentlich nichts von ihm weiß. Und vor allem nichts aus der Zeit, in der die große Katastrophe in Europa war. Und das, dein Vater ist verstorben. Mein Vater ist 81 verstorben. Vielleicht hätte er mir später was erzählt. Also mir ist aufgefallen, dass Leute so ab 70, 80 gerne ihren Enkeln was erzählen, aber nicht ihren Kindern, also der ersten Generation. Also der fiel mir danach nach auf. Es war eine andere Situation, die mich sehr geprägt hat. Wir waren bei Jacques Goldenberg in Paris, im Marais. Das berühmte Restaurant, wo Mitterrand und Kohl und alle immer aßen. Wir machten gerade eine Reportage über die Trigrand-Bibliothek in Paris. Das war vorher aber, während des Krieges war es ein großes Lager der Franzosen, wo die sozusagen, die deportierten Juden, wurden dann die Güter wurden dort eingelagert. Es war kein Konzentrationslager, sondern wurden ein Les Biens des Juifs, die Güter der Juden, wurde zwischengelagert. Und dann sind wir zu diesem Zeitzeugen Jacques Goldenberg gegangen und ich bin deutscher Pass, meine Frau hat blonde Haare, blaue Augen, wir saßen also bei ihm im Restaurant, er holte erst mal das große Buch aus Auschwitz raus, liest zwei Seiten Namen seiner deportierten Verwandten, dann macht er das Buch zu und spricht im perfekten Deutsch mit uns Deutschen über das, was ihm die Franzosen angetan haben. Seine Söhne saßen an der Bar und waren entsetzt, dass der Vater quasi der Enkelgeneration aus Deutschland die Geschichten erzählen, nicht wie gut es sind, wie gut die Franzosen zu den Verfolgten waren, sondern genau das Gegenteil. Mhm. Und das sind so Dinge, die sammeln sich so mit der Zeit an. Dann, als wir dann irgendwann über dieses Kontinentprojekt sprachen, das ist ja entstanden in so einer Situation 2015, 25 Jahre Ostkreuz in Paris, große Ausstellung zum Beispiel La Photo. 11. November wurde die Ausstellung eröffnet, am 15. war sie vorbei wegen der Anschläge von Bataclan. Dass man sich fragt, wo lebe ich denn hier? Was sind das denn alles für komische Geschichten? Welche meiner Erfahrungen, Erinnerungen, meiner Familie, das kollektive Gedächtnis, die offiziellen Geschichten, das passt alles nicht zusammen. Und dann hatte ich dann mir überlegt, ich möchte mich eigentlich nicht mit der Vergangenheit meiner Familie auseinandersetzen, sondern Gott verdammt, was hinterlasse ich meinem Sohn? Oder der Generation, der nächsten Generation, weil je länger man sich mit diesem Thema beschäftigt, nach Europa reist, und ich fahre sehr viel Auto, also einfach weil man auch schnell anhalten kann, die Spuren, die Narben, die durch die europäische Landschaften sich ziehen, was man anders findet, wenn man erst mal den Blick geschärft hat, ist natürlich irre. Und wenn man dann auch noch betrachtet, was seit dem Fall des Eisernen Vorhangs bis heute zum Beispiel in Osteuropa passiert ist, irgendwie dort Dinge, die ich immer für Gesetz gehalten habe, plötzlich in Ungarn, in Russland und auch in Polen neu interpretiert werden, habe ich mir gesagt, das muss ich jetzt zum Thema machen, weil welches Europa werden wir denn haben, wenn wir Europäer, damit meine ich jetzt nicht nur die Deutschen, wenn wir Europäer nicht lernen, mit diesen familiären, unbewussten Erinnerungen der Familien, Vertreibung, Vergewaltigung durch die Russen, Deportation, Holocaust und so weiter, wenn wir nicht lernen, dafür wieder eine Sprache zu finden und es nicht denen überlassen, die es wieder politisch für ihre aktuelle nationale, populistische, wie auch immer, Geschichten verwenden. Also das, worauf wir gründen quasi als europäische Gesellschaft. Dann habe ich halt auch ein bisschen rumgelesen, habe dann so ein Zitat gefunden, Robert Benasse, was ich ganz fürchterlich, aber leider sehr wahr finde. Die Hauptstadt Europas müsste eigentlich in Auschwitz stehen, weil der Grundgedanke der Gründerväter des modernen politischen Europas war ja nicht
Schuld und Sühne, sondern nach vorne schauen, wie verhindern wir das? Verantwortung. Verantwortung. Und deswegen sage ich, es geht nicht um Schuld und Sühne, sondern es geht um Verantwortung. Und diese ganzen Spuren, die wir in Europa finden, die ganzen Tagebücher unserer Großeltern, die merkwürdigen Objekte, die wir im Keller finden, wenn Großvater gestorben ist und so weiter, die vielen, das große Loch des Schweigens, wo Dinge nicht zu Ende oder nicht richtig erzählt worden sind, die wir immer als sehr persönlich nehmen, das begreifen, dass es eine kollektive Massenphänomen in Europa ist, dass die Enkel sich plötzlich feststellen, was war denn das für ein SS-Deutsch, was hat ein Großvater gemacht? Das sind auch die Dinge, die viele von den jungen Leuten in der AfD oder die Skinhead Sächsische Schweiz, die sagen, ey, der Großvater, der hat noch was für gekämpft, der war in Stalingrad, die große Sache. Und dadurch, dass die Geschichte nicht erzählt ist und dies nicht eingebettet ist, entstehen auch so Mythen und Verschwörungstheorien und so weiter. Und ich denke mal, dagegen muss man sich schützen. Und mein Projekt war eigentlich so ein Versuch, ich werde das nicht mit ein paar Bildern auflesen können, aber zumindest im Rahmen dieser Ausstellung eine Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass dieses Schweigen unserer Täterväter und Tätermütter und das Schweigen der Opferväter und Opfermütter, da kommen wir Enkel wieder zusammen. Weil die Holocaust-Überlebenden haben ihren Kindern ebenso wenig erzählt. Die haben sich auch geschämt dafür, dass sie überlebt haben. Genauso wie mein Vater sich wahrscheinlich geschämt hat für das, was er im Krieg getan hat. Und da kommen wir dann wieder zusammen. Und das ist so eine paneuropäische Idee. Also so ein Sichtbarmachen. Vielleicht kannst du das mal thematisieren, nicht sichtbar machen. Ich weiß nicht, was wir sichtbar machen. Ruinen, Monumente. Aber das ins Bewusstsein zu rücken, dass wir kein Europa haben, können wir uns damit nicht beschäftigen. Ich finde, du hast ja 5 Fotos ausgesucht. Vielleicht kannst du uns dazu auch ein bisschen was sagen. Weil schon dieses Bild von dem ausgegrabenen Hakenkreuz ja schon eine Riesengeschichte ist, finde ich. Also das ist emblematisch für dieses, was du gerade gesagt hast. Vielleicht kannst du dazu mal was erzählen. Wo sind wir hier und was passiert da? Also ich bin ja ein großer Fan der Serendipity, des kultivierten Zufalls. Also wenn man sich erstmal entschieden hat, was man sucht, kann man das Weitere nicht planen, sondern die Dinge ergeben sich oft sinnvollerweise. Irgendwann, das war ich glaube 2016, 17, als ich dieses Projekt langsam nicht mehr reifte, das habe ich in der Bildzeitung eine riesen Titelseite gesehen, riesen Hakenkreuz in Hamburg ausgegraben. Und da bin ich sofort ins Auto gesprungen, nach Hamburg gefahren, über den Zaun geklettert und traf dann diese Situation an. Keiner wusste, woher das Ding kam, das hatte man komplett vergessen. Im Grunde genommen ist das ein Sportplatz, ein Fußballplatz, ein Bollplatz, der wurde in den 30er Jahren angelegt. Und zur Erinnerung an den wunderbaren Hilfe des Adolf Hitlers wurde dort ein Denkmal errichtet in Form, das sieht man in den Fundamenten, eines Hakenkreuzes. Als der Krieg zu Ende war, wurde es schnell abgeräumt, Erde drüber und hat es vergessen. Und es ist ja auch kein repräsentativer Ort. Wir sehen ja hier, das ist eine Wohnsiedlung. Das ist sozusagen das Gewöhnliche. Das war ein ganz, muss voll von diesen seltsamen Denkmälern gewesen sein. Die sind relativ schnell verschwunden nach dem Krieg, hat Erde drüber gemacht und hat es vergessen. Als jetzt dieser Sportverein dort Umkleidekabinen bauen wollte, grub man und 20 Zentimeter unter der Erde war plötzlich so ein scheiß Hakenkreuz. Und das ist eigentlich symptomatisch für die Sachen. Sobald man in Europa an der obersten Schicht der Zivilisation, des Alltags, der Nöte des Alltags und so weiter gräbt, taucht sofort irgendwas auf. Berlin taucht dann der Schwiegermutter auf, bei dem anderen irgendein Foto, was er nicht einordnen kann und so weiter. Und das ist sozusagen also ein symbolisches Bild dafür. Und vor allem, es ist dann zerstört worden, dieses Objekt natürlich, aber es ist trotz allem vom Denkmalamt richtig dokumentiert worden, von dem Fotografen. Das ist so der Umgang, man findet erstmal die Sachen, was macht man jetzt damit? Zerstört man es? Behält man es? Was bedeutet das? Und so weiter. Das ist eine Frage, ich habe dafür keine Antwort, aber das ist erstmal so eine Beobachtung. Es gibt immer noch 75 Jahre nach, oder jetzt 76 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist immer noch etwas, womit wir umgehen müssen. Lernen müssen. Das ist ja eigentlich nicht verkehrt, oder? Dass solche, also wenn ich jetzt erinnere an die Debatte um Prora an der Ostsee, dieses große Erholungsheim, was die Nazis gebaut haben, dass es darüber eine sehr lange Debatte gibt, finde ich ja eigentlich erstmal nicht verkehrt. Nee, die Debatten sind entscheidend. Ob man das dann zum Schlussergebnis gut findet oder nicht, ist eine andere Frage, aber die Debatte ist entscheidend. Direkt neben der Akademie der Künste ist großer Holocaust-Mahnmal. Ich finde das Objekt nicht besonders gut, aber die Debatte war großartig. Und diese Debattenkultur über Sachen, auch in den Familien drüber zu reden, halte ich für das einzige Mittel gegen den gerade auf uns zurasenden Wahnsinn.
Lass uns mal weiter schauen, was du noch hast. So, das ist das titelgebende Bild. Das ist eine Nachbarin, eine Freundin meines Vaters. Sie ist mittlerweile, muss sie 93, 94 sein. Und sie war als Schulmädchen in der Résistance und hat immer heimlich Waffeln geschmuggelt. Also wir dürfen nicht vergessen, der Ort, in dem ich groß geworden bin, liegt ein Tal von der spanischen Grenze. Wir reden über die 30er Jahre, 40er Jahre. Da war Franco, spanischer Bürgerkrieg. Die ganzen Kommunisten, Anarchisten sind nach Südfrankreich geflohen, auf die nördliche Seite der Pyrenäen. Und dort hat sich natürlich ein großes Amalgam an Widerstandskämpfern, vergessenen, verlorenen Leuten, diesen kleinen Tälern gebildet. Diese Frau gehört also zur Resistance. Und als dann der Krieg zu, also als dann die Krieg zu Ende war, hat sie nicht die Waffen zurückgegeben, sie und ihr Mann, sondern die haben die im Keller gebunkert. Also als ich zu ihr kam und sagte, unterhielt mich über meinen Vater und die Geschichte damals, sagte sie mir, komm Maurice, ich zeig dir mal was, in den Keller runtergegangen, da war dieses Waffenlager. Mhm. Und da habe ich gesagt, wieso haben sie diese Waffen noch hier? Und dann sagt sie, si jamais ils reviennent. Bemerkenswert finde ich, sie hat nicht gesagt, falls die Deutschen wiederkommen oder falls die Nazis wiederkommen, falls sie wiederkommen. Mhm. Weil die Franzosen aus der Resistance sind sich sehr bewusst, dass es sozusagen nicht nur deutsche Täter gab, sondern dass gut die Hälfte, wenn nicht mehr, an Franzosen Mitläufer oder Kollaborateure waren. Das heißt, sie hat sich gefürchtet vor diesem Ungeist der 30er Jahre. Die hat dem Frieden nicht getraut und gesagt, der kann jederzeit wiederkommen. Ist diese Waffe funktionstüchtig? Nein, das glaube ich. Ich bin kein Waffenexperte. Nein, aber sozusagen der Sohn wird nicht wissen, dass wenn die Dame irgendwann sterben wird und er wird das Haus aufräumen, wird er auf ein Waffenlager stoßen und wird die Geschichte dazu nicht kennen. Wie viel ist denn da noch? Da ist einiges drin. Deswegen habe ich auch ihren Namen nicht genannt. Ja. Es ist ja, ne, man hat nicht privat einfach so ein Waffenlager zu Hause. Deswegen, ich weiß, wo es ist, aber sonst niemand. Ich schütze sie, aber ich finde das so symptomatisch, dass man in den Familien immer wieder, auch wie ich, immer wieder Objekte findet, die man in keinster Weise zuordnen kann und die einen so ein großes Loch hinterlassen. Weil das Schweigen ist halt so. Ja, und weil auch in diesem Bild, finde ich, diese Spannung gut dargestellt ist, man sieht diese greisenhafte Hand, vermutlich eine Frau, weiß man nicht so genau, aber erstmal hat man ja so einen Schutzimpuls und diese Person hält dann quasi so ein Mordwerkzeug in der Hand und die Geschichte will man dann natürlich sofort wissen. Das ist klar. Ja. Aber das ist so, das meine ich, ich hätte nie darauf gedacht, dass ich in meinem Dorf, gut, jeder hat eine Jagdwaffe im Schrank stehen. Das sind auch Leute, die sehr streitbar sind und auch schnell mal irgendwie, also, aber dass ich so ein Waffenlager finde aus dem Zweiten, damit habe ich nicht gerechnet. Das mache ich mit Serendipity. Und so mit diesem Konzept bin ich halt weiter durch Europa gefahren, habe dann immer wieder Sachen gefunden. Das war jetzt, sagen wir mal, nicht so einfach zu finden, aber mir war gar nicht bewusst, das ist das Grabmal Frankos. Das ist eigentlich nicht nur ein Grabmal, das ist ein Monument, das ist auch eine eigene Diözese, das ist eine Kirche. Und dieses Ding nennt sich das Tal der Helden. Und da liegen sowohl die Frankisten als auch die Republikaner und Anarchisten, sind da alle zusammen begraben. Und dieses Objekt, und Franco liegt bis heute dort mit seinem besten Freund, jeden Tag liegen Blumen auf seinem Grab. Die Spanier pilgern immer noch dahin. Und was ich vor allem beeindruckend finde, von Madrid aus sieht man das fast. Das heißt, es schwebt so oben. Es ist immer da. Ja, und, wie so ein Fingerzeig. Und dieses Objekt spaltet das Land. Das heißt, der Nicht-Umgang mit dieser Geschichte, dieser stille Frieden, der mit der Demokratisierung mit Juan Carlos 78, glaube ich, stattgefunden hat. Man hat dann so gelebt, man war froh, das ist hinter sich, aber es kommt hoch und es ist nicht gelöst. Und dieser Streit zwischen den Separatisten in Katalonien und der Zentralen Madrid entzündet sich immer wieder an diesem Objekt. Das heißt, die Spanier sind immer noch nicht durch. Ich glaube, 3 Monate später wurde Franco umgebettet. Aber das Ding steht immer noch da, wie so eine stumme Drohung oder Bestätigung für die, die immer noch an seine Konzepte glauben. Und das spaltet so ein Land. Und das sind ganz viele Geschichten in den Dörfern. Borbou, wo Walter Benjamin sich umgebracht hat. Da sieht man noch zerstörte Häuser. Und man spürt, wenn man sich mit dem Dorf beschäftigt, es gibt immer noch 2 Parteien da. Und das ist beklemmend, weil damit gibt es keine Zukunft, wenn man nicht weiß, woher man kommt. Die Geschichte muss bewusst und geklärt werden. Das ist auch ähnlich mit diesem Bild. Da bin ich mit dem Auto von Berlin nach Moskau gefahren und diese langen Landstraßen. Und man kriegt ja, wie gesagt, man schärft die Sinne und irgendwann stand an der Landstraße so ein kleines handgeschriebenes Schild. Mein König reiste aus, um zu verstehen, dass es was mit dem Krieg zu tun hat. Bin dann bestimmt 3 Stunden durch Sandpisten, durch die Wälder gefahren
und bin dann in dieses Gebiet gelandet. Ich kann den Namen leider nicht mehr aussprechen, aber ich habe es mir notiert. Das muss ein Schlachtfeld gewesen sein, weil diese Landschaft war durchzogen von Gräben und man fand überall noch Granaten und Hülsen und Helme. Und offensichtlich findet man dort immer noch tote Menschen, Soldaten. Und die Bewohner aus der Gegend, wann immer die jemanden finden, betten die um, errichten für ihn so ein ephemeres Denkmal aus Birkenhölzern. Einfach als das Respekt davor. Das heißt, was mir bei meinen Reisen durch Europa aufgefallen ist, dass natürlich der Zweite Weltkrieg in seiner Sichtbarkeit, in seiner Wirkung auf die Landschaft natürlich sehr unterschiedlich ist. In Berlin ist es sozusagen formalisiert durch die vielen Denkmäler und Erinnerungskultur. In Polen zum Beispiel oder auch in Russland ist es offensichtlich, weil es sind zwei Sachen passiert. Einerseits sind die Zerstörung auch durch diese, durch die Post, also die Nachkriegszeit und den Mangel Wirtschaft oft nicht repariert. Und es kamen auch keine neuen Menschen dahin. Das ist in Millionen von Menschen verschwunden, sind keine neuen dazugekommen. Und der Westen von Russland und der Osten von Polen ist leer. Die Ukraine ist leer. Das sind riesige Landschaften, wo keine Menschen mehr leben, wo bis heute endlos viele Bauernhöfe, Häuser einfach verfallen. Nicht, weil da was zerstört worden ist, weil da keine Menschen mehr sind. Mhm. Und das sozusagen nicht weit weg. Also wir reden jetzt über 10, 12 Stunden Autofahrt, verändert sich die Landschaft. Also das Beeindruckendste war für mich dieses Gebiet zwischen Königsberg, Weißrussland, Polen und Litauen. Da hat man das Gefühl, der Krieg ist gestern erst vorbei gewesen. Und das ist so beeindruckend, also im Herzen Europas, wir sind nicht weit weg von Berlin, diese Spuren so offensichtlich noch zu spüren und zu sehen. Aber die findet man ja eigentlich hier auch schon im Umland. Also da, wo wir immer hinfahren, in die Datsche, da, wenn ich da um den nächsten See rumlaufe, dann sind noch da Bunker von einer Außenstelle des Reichsverkehrsministeriums. Die haben da so einen verdeckten Bahnhof gehabt, wo man alles hätte schnell auslagern können. Und man läuft da rum und sieht diese Bunker und die Kinder fangen an, darauf zu spielen oder so. Und man denkt, das kann doch nicht sein, dass es so sichtbar ist. Die Frage, die ich mir manchmal stelle, sehen wir es jetzt erst oder war es immer da oder ändert sich in der Gesellschaft was, dass wir bereiter sind zu sehen? Weil die Generation, die es miterlebt hat, ja, die sterben ja jetzt. Also ist das jetzt quasi, wie du hast ja vorhin gesagt, planvolles Finden oder ich weiß nicht mehr genau, dieses Prinzip der Recherche. Das ist ja ein Tippetier des kultivierten Zufalls. Ja, genau, der kultivierte Zufall. Du hast sozusagen, du fängst an, dich zu fokussieren auf ein gewisses Thema und dann kommt es auch auf dich zu. Wir haben ja zwei Phänomene. Also wir haben in Europa, also vor allem im östlichen Europa, in Polen, in Russland und auch in Ungarn und in Slowenien und so weiter, zunehmend eine Politisierung dieser Geschichte. Also während in den 70er Jahren die Überlebenden, sowohl die Täter als die Opfer, eigentlich noch quasi damit gerungen haben, was sie erzählen, aber nicht hinterfragt, ob es passiert ist. Und die Conclusio aus der großen Katastrophe war ja letztendlich das gespaltene Europa, den Osten und der Westen, der antifaschistische Schutzwall, was da alles konstruiert wurde, das ist ja weg. Die Täter wie die Opfer verschwinden, es hinterbleiben Spuren. Und dann gibt es ja auch diese komischen Verluste, dass natürlich die Osteuropäer in einer gewissen Form sich vom Westen verraten fühlten damals. Ja. Und dann kommen dann so komische nationale Dinge wie die Ungarn oder die Polen, die plötzlich hinstellen und dann immer wieder das Narrativ des Zweiten Weltkriegs versuchen umzudeuten. Nicht nur Juden sind umgebracht worden, auch die Polen. Wenn man eine Führung in Auschwitz mitmacht, wird eigentlich nur über die Polen geredet. Ganz wenig über die Juden, wenn man eine polnische Führung mitmacht. Das heißt, es gibt einen Versuch der Umdeutung, sozusagen auch seine eigene politische Haltung, Ablehnung gegen demokratische europäische Prozesse, begründet man mit dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, das, was früher Erinnerung war an die Opfer und an die Schlachten und so weiter, wird jetzt politisiert. Und wenn wir Kinder und Enkel nicht ausgerüstet sind, sozusagen mit dem Bewusstsein, was ist in meiner Familie passiert und was ist wirklich passiert, wird man verführbar. Das ist das, was gerade in Osteuropa massiv passiert. Zum Beispiel ein Beispiel, das Foto, was ich jetzt hier gerade aufgerufen habe. Ich glaube, allgemein bekannt ist der Ort Katyn. Katyn war der Ort, wo nach der Teilung Polens zwischen der Stalin und Hitler wurden ja die ganzen polnischen Zivilisten umgebracht. Das ist ein Riesendenkmal. Und da bin ich rumgelaufen und laufe dann an andere Stellen und finde plötzlich noch ein zweites Denkmal, das überhaupt erst 2005 errichtet wurde. Das sind nämlich die ganzen Opfer Stalins auf der russischen Seite. Als Smolensk von den Deutschen erobert wurde,
haben sozusagen mussten die Anwohner irgendeiner Form sich mit den Besatzern arrangieren. Und Stalin war so misstrauisch, dass er die Rote Armee Smolensk befreit hat, hat er erstmal alle Leute umbringen lassen, die irgendwie verdächtig waren. Das heißt, da liegen neben den Tausenden von Polen noch mal Tausende von Russen. Die darüber, Zeugen so oder die Täter, genau. Die Zeugen sein könnten. So, quasi. Und natürlich sind die Russen bis heute traumatisiert, weil natürlich das, wie sind mit den Partisanen umgegangen worden? Wie viel von Überlebenden sind in den Gulag verschickt worden, die auf der Fall, also die das Pech hatten, auf die andere Seite geraten zu haben? Und ich habe viel mit in Moskau bei meiner Recherche viel mit älteren Leuten gesprochen, wo diese Angst immer wieder ein Ausdruck da, wir wissen nicht, was kommt. Und Putin nutzt diese Angst, um den Zweiten Weltkrieg zu thematisieren, zu seinem Vorteil. Stalin wird nicht kritisiert, aber alle wissen, was passiert. Ich habe die alte Dame, die ich getroffen habe, gefragt, aber Sie haben doch geweint, als Stalin gestorben ist. War das Trauer? Die sagt, nein, das war die pure Angst, weil wir wussten nicht, was noch schlimmer ist. Es könnte nur schlimmer werden. Mhm. Also dieses... So, und jetzt haben sie wieder Angst. Nach Putin kann es nur wieder schlimmer werden. Und deswegen wird da ganz viel familiäre Erinnerung einfach bloß nicht anfassen, bloß nicht fotografieren. Bloß, es war sehr schwer in Russland, rund um das Thema zu fotografieren, weil es extrem emotional belastet war. Mich würde interessieren, weil wir ja dieses Thema Gedächtnis der Familie und Erinnerung haben, also vielleicht mal an dich, Lind, wenn du... Deine Kinder in dieser Geschichte hast, es sind ja jetzt ein paar Jahre vergangen, haben die daraus jetzt schon was mitgenommen? Die sind ja noch relativ klein. Fragen die da manchmal noch nach dieser fotografischen Arbeit? Also nach dieser, ich weiß, dass du deine Familie kontinuierlich fotografierst, aber das ist ja nur sozusagen eine Arbeit. Ja, ich glaube, dass das noch kommt. Also dass auch als wir hier gemeinsam in der Ausstellung waren, haben sie das eher so als Gesamtwand sich angeschaut und sind da irgendwie so kurz davor rumgeturnt. Also da kamen dann keine genaueren Fragen nochmal, aber es wird sicherlich irgendwann kommen. Mhm. Aber ich glaube, jetzt im Moment ist das nicht das Alter, wo sie da jetzt weiter bohren. Aber ich wollte noch mal kurz zu, als Maurice das jetzt gerade alles so erzählt hat, also was, glaube ich, auch eine Rolle spielte bei diesen Aufzeichnungen war auf jeden Fall, dass sie das auch noch mal aus ihrer Perspektive erzählen wollte. Weil natürlich ist es so, dass es immer irgendwie instrumentalisiert wird, Geschichte in irgendeiner Form. Also wie sie in die Geschichtsbücher kommt, wie die Politiker damit umgehen, aber auch wie man in so einer Familie eine Geschichte erzählt. Und ich glaube, dass diese individuelle Erzählung und die Möglichkeit, da irgendwie eine Sprache für zu finden, wie man selbst das empfunden hat, gerade als Kind, irgendwie ganz wichtig für sie war. Und ich erinnere mich, dass es irgendwie auch Aufzeichnungen von einem anderen Familienmitglied gab, über die sie ganz empört war, weil das aus einer völlig anderen Perspektive geschrieben war und überhaupt nicht ihren Empfindungen entsprochen hat. Mhm. Und man muss ja auch immer sehen, dass dieses Täter-Opfer, gerade wenn man ein Kind ist, dass man natürlich in keine Gruppe eigentlich eingeordnet gehört und trotzdem stigmatisiert ist, eigentlich so ein Leben lang in so einer bestimmten Rolle zu sein. Und vielleicht auch das, was man traumatisch erlebt hat, gar nicht öffentlich so formulieren kann, weil es politisch dann nicht korrekt ist. Was viel schlimmer ist, diese traumatischen Erlebnisse der Eltern- oder Großelterngeneration, die hinterlassen ja Spuren auch in Familientraditionen. Mhm. Also sozusagen, ich weiß zum Beispiel, ich bin in Darmstadt zur Schule gegangen und erinnere mich, dass die Väter, also ich war in einer reinen Jungsschule und meine ganzen Kumpels hatten natürlich alle Väter, bis auf meine Wenigkeit, die Väter glänzten durch das Schweigen. Die waren abwesend, im wahrsten Sinne des Wortes. Mein bester Freund damals, dessen Vater, wo ich jedes Wochenende war, wo wir viel Quatsch gemacht haben, der hat mit mir 3 Sätze gesprochen in 15 Jahren. Mhm. Das heißt, die Väter, also diese Männerrollen, die waren komplett zerstört. Mhm. Also manche hatten noch einen Großvater, und der war dann so mit seiner Nazi-Logie noch im Keller und tobte vor sich hin, wir hätten den Krieg gewinnen können. Die Söhne, also quasi die Väter meiner Kommilitonen glänzten eigentlich durch abwesendes Schweigen. Und vor allem, es gab auch keine Männerrolle. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass so eine bestimmte Generation 60er Jahre
noch in so einem patriarchalischen System geboren sind. Die Väter glänzen durch Schweigen oder Abwesenheit. Und sozusagen, und jetzt müssen sozusagen, wir mussten das alles uns selber zusammenbasteln, sage ich mal. Und es war ausgesprochen mühsam mit dieser ganzen Schuldfrage, mit diesem, was ist Mann sein und so weiter. Das ist ja auch, Krieg ist ja auch immer sehr männlich. Also Opfer sind fast immer Kinder und Frauen und die Alten und die Täter sind eigentlich immer Männer. Ja, es gibt so einen großen Raum, so einen dunklen Raum, in den Familien gehen oder auch nicht, großenteils nicht gehen, in dem dieses Ungesagte so wabert. Ne? Genau. Und was mir auffällt ist, das sieht man gerade am Beispiel deiner Schwiegermutter ganz gut, dass auf den letzten Metern, ja, sie sich das quasi nochmal aneignen wollen. Also was du jetzt auch sagst, sozusagen, sie wollte das Nicht-Gesagte jetzt doch nochmal sagen, also ihre Sicht darlegen. Das ist natürlich, ich finde es ganz interessant, weil du hast ja vorhin gesagt, du findest, das hast auch so, spürst so eine Verantwortung gegenüber deinem Sohn. Könnte es sein, dass sich da jetzt gerade was, also dass das nicht mehr in Generationen-Übersprungsrhythmen passiert, sondern dass unsere Generation quasi als Eltern- und Großelterngeneration jetzt irgendwie sagt, nee, wir wollen jetzt reden, wir wollen es jetzt zeigen, weil wir gesehen haben, was unsere eigenen Eltern oder Schwiegereltern in dem Fall, was die auch erleiden mussten durch dieses Stumme und was wir irgendwie in den Familien, dieses Nicht-Gesagte, wie es uns beschwert eigentlich. Ja, also wir merken vor allen Dingen, dass wir irgendwie nicht mehr viel Zeit haben, Zeitzeugen zu befragen. Also das ist mir, wird mir dann immer bewusster so. Also dieses wirklich aus der Familie, diejenigen, die dabei waren, wirklich mit denen in ein Gespräch zu kommen, wird ja dadurch, dass sie sterben, einfach immer schwieriger. Und man merkt es dann, also ich glaube, diese Fragen, die wir uns stellen, das kann man auch erst in einem bestimmten Alter. Deswegen deine Frage nach meinen Kindern, da ist viel zu viel anderes wichtig. Aber irgendwann, wenn man selber dann Familie hat, dann kommen solche Themen und dass man auch reflektiert, wie sah das eigentlich in den Generationen davor aus oder so und dann überhaupt erst auf diese Fragen kommt und manchmal auch ja zu spät. Also wie häufig hört man, dass jemand sagt, ich hätte noch mal fragen sollen, ne? Also dass diese Gespräche schon bei banalen Dingen, ja. Familienstammbaum, wo keiner mehr genau. weiß, wer war das überhaupt, ja? Genau, ich hätte noch mal nachfragen sollen, wie das eigentlich war. Und erst wenn man probiert, darüber zu reden, wird einem deutlich, dass es irgendwie nicht stimmen kann oder so oder dass man viel zu ungenau darüber geredet hat. Aber ich fand auch noch wichtig für meine Arbeit jetzt, dass eben aus der Perspektive einer Frau sozusagen zu erzählen. Deswegen habe ich mich auch entschieden für diese Titel, die dann hier an der Wand hängen, die Auszüge aus ihrer Aufzeichnung sind, immer die Worte Mutter, Mama, Mami zu nehmen und auch den Titel nicht schon wieder Oma, Mama, wo ja auch nur eigentlich Frauen aus einer Generation vorkommen, weil ich das so, also Geschichte wird halt überwiegend männlich politisch erzählt irgendwie oder kriegt dann so ein großes Sprachrohr und so wie Maurice sagt, kriegerische Geschichte, genau. Männergeschichte. Ja, genau. Genau. Und eigentlich sind aber diese Geschichten, wie man sie dann bei ihr gefunden hat, ja genauso wichtig und vielleicht muss man da auch viel genauer hingucken, wie man es eben auch anders erzählt, aus anderen Perspektiven und auch aus so einer anderen Sicht. Und deswegen war mir das wichtig, diese Wörter zu nehmen als Erzählung eigentlich, weil da ja auch nur Frauen drin vorkamen, die dann eigentlich diese Flucht irgendwie probiert haben zu meistern. Also du hast sie nochmal zu Wort kommen lassen eigentlich. Ja. Ihr die Ehre erwiesen. Genau. Ja, na ja, das probiert zumindest. Ja. Also was ich wollte dazu sagen, was mich mehr interessiert ist, und was hinterlasse ich meinem Sohn und wie viel kann er davon verstehen? Also wenn er durch so eine Landschaft fährt und sieht dann irgendwelche komischen Bunker, Brandenburg oder verrottete Panzer hier vorne, das große Mahnmal unter den Linden, irgendwie zum Beispiel Panzer Tietra 34 stehen und so weiter, war immer fasziniert von den Panzern, aber den ist nie verstanden. Das dauert natürlich eine Weile. Aber wie lange können wir mit so einer Symbolik umgehen? Was sagt sie uns? Und wenn wir nicht mehr genug darüber wissen, auch was es für meine Familiengeschichte bedeutet, was kann da alles auch an schlimmen Dingen wieder rausinterpretiert werden? Das ist so meine Sorge. Das heißt, sozusagen, ich gucke eigentlich mehr nach vorne
Und ich finde es auch erstaunlich, dass in den letzten Jahren wahnsinnig viele Kinofilme erschienen sind. Dunkirk, die dunkelste Stunde, ne, der, über die Churchill-Geschichte und so weiter. Das beschäftigt wahnsinnig viele Leute. Wie gehen wir damit um? Welche Form von Erinnerung, welche Erzählung ist denn jetzt möglich? Welche ist falsch, welche ist richtig? Dass es eigentlich jetzt erst anfängt zu sagen, ich glaube, das hat so eine biblische Dimension, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Und dass wir uns noch viele Jahre damit beschäftigen werden, aber natürlich immer abstrakter, weil, wie wir feststellen, die Zeitzeugen natürlich nach und nach verschwinden. Dann würde ich es, also schöner als du es jetzt gerade gesagt hast, kann man es eigentlich gar nicht abschließen, das Thema. Es fängt gerade erst an, das Sprechen über Erfahrungen und Erlebnisse und Traumata. Ich danke Maurice Weiß und Lynn Schröder für ihr Kommen. Danke für eure Auskunftsbereitschaft, für eure tollen Arbeiten, die mir sehr gut gefallen. Und verabschiede mich hiermit vorerst aus der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin. Auf Wiedersehen.